Am Morgen steht es endlich fest. Das Feuer ist unter Kontrolle. Viele der 70 Feuerwehrleute aus dem Inselnorden und aus Wolgast sind seit morgens um 4 im Einsatz. Die Frauen und Männer vor Ort sind an ihre Grenzen gekommen. 1,6 Millionen Liter Wasser haben sie in den vergangenen 24 Stunden gebraucht. So auf dem Zahnfleisch laufen wir alle. Die meisten Kameraden haben weniger als 2 oder 3 Stunden geschlafen. Man muss sich vorstellen, die letzten sind um 1 hier von der Einsatzstelle abgerückt. Wir haben von anderen Feuerwehren des Landkreises Unterstützung bekommen. Über Nacht sind hier Patrouille gefahren, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. Dies ist trotz auffrischendem Wind auch nicht passiert, Gott sei Dank. Seit gestern, kurz vor 14 Uhr, sind die meisten im Einsatz. Mehrere hundert Meter in einem Wald bei Peenemünde, das Gebiet munitionsbelastet. Deshalb dürfen sie 2 Stunden nicht in den Wald. Dann endlich kommt die Entwarnung. Wir haben erst das Go bekommen vom Ministerium, von der Forst in Schwerin und auch von dem Forstamtsleiter hier in Peenemünde, dass wir jetzt reingehen können in den Wald, dass die Gefahrenstufe nicht so hoch ist oder nicht gegeben ist für eine Löscharbeit. Es besteht keine Gefahr für diese Kameraden oder sonstige, sonst würden wir es hier auch nicht löschen und dürfen jetzt auch nicht hier rein. Sie fordern weitere Kräfte von der Insel an, sind inzwischen 130 Feuerwehrleute vor Ort. Viele sind gerade erst von der Arbeit gekommen, 34 Grad von oben, die Hitze des Feuers. Hinzu kommen die Einsatzsachen. Innenminister, Landrat, Landes- und Bundesforst sowie Munitionsbergungsdienst. Alle machen sich ein Bild von der Lage. Wir haben hier ein massives Wasserproblem. Ja. Nur haben wir jetzt erstmal den Löschzug an der Ostsee abgestellt. Sag mal. Von der Ostsee zieht das Wasser raus und haben wir auch alles Schlauchleitung gelegt. Hier brauchen sie schon 65 Schläuche à 25 Meter. Doch der Wind treibt Seetang an und verstopft teilweise ihre Pumpen. Der Bauer aus der Nachbargemeinde hilft. Er rückt mit 20.000 Liter Wasser an. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Verkehr muss auch an dem Wald vorbeigeführt werden. Immer wieder rücken Kollegen nach. Die Zahl der Einsatzkräfte liegt am Abend bei 150. Wenn wir da durchgucken, sehen wir da noch, siehst, das flammt da teilweise immer noch so ein bisschen auf. Und der Bereich, den haben wir jetzt hier. Ja. Schon soweit unter Kontrolle, keine Glutnester mehr. Ja, ja, ja. Vereinzelt bloß noch. Aber der Bereich ist noch teilweise richtig doll. Ja. Also im Dunkeln, ja, Dunkeln geht hier keiner rein. Das ist vergessen. Ja nicht nur dieser eine Bereich hier, der andere Bereich dort hinten ist ja genauso. Ja, also wird langsam booster, ne? Mal sehen, wie es weitergeht. Mit Einbruch der Dunkelheit wird es zu gefährlich. Unwägbarkeiten, Gräben und vor allem Stolperfallen. Gerade auch diese Trümmerteile, die hier noch so sind, gerade die Bunkeranlagen, auch die Schläuche hier durch diese Unebenheiten zu ziehen, ne, ständig Wasser halt, dann wieder Wasser geben, ein Stück wieder vorgehen, macht schon die Männer ganz schön müde. Gegen Mitternacht ist das Feuer aber unter Kontrolle. Vorerst. Die Ersten ziehen sich erschöpft zurück. Am späten Nachmittag steht fest, das Feuer ist endgültig gelöscht.